R-E-W-I-N-S-I-D-E. Was geht, Leute? Willkommen zum neuen Vlog. Ja, genau. Uch. Shit. Ist mir das hingefallen? Den habe ich nicht erwartet, Junge. Verdammt, ich auch nicht. Ich dachte eigentlich, dass ich das nicht mache. Leute, wir kriegen in, oh fuck, 5 Minuten Besuch von Radio NRW. Leon, sammel das mal ganz kurz bitte auf. Die ganzen Scherben, bitte. Wir bringen nämlich jetzt erstmal allen Müll runter. Und dann gibt es ein paar Meetings. Und später, meine Freunde, kommt einfach mit Leon hier einmal wieder zusammen, sammelt den Weiß. Schau mal, dieser Mann hier, ja, er ist zweigeteilt worden. Vielleicht ist es an der Zeit, sich zu verabschieden irgendwann. Ich meine, Donny. Freundschaften enden. Und Donny, du bist einfach nicht mehr so wie früher. Du bist einfach nicht mehr so agil wie früher. Und vielleicht werden Paluten und ich später hingehen und uns von Donny verabschieden. Das wird aber eventuell erst später geschehen. Denn jetzt müssen wir erstmal aufräumen. Ich war gestern ziemlich lange wach. Lol, das sieht ja mega witzig aus. Willst du mal streicheln? Hey, hör auf, dein Gesicht zusammenzudrücken. Nimm mal das Horn ins Maul. Das ist so schön hier. Hossa! Ich habe absolut wieder keine Ahnung, was ich mit diesem Vlog-Segment anfangen soll. Du bist einfach nur genau wie im echten Leben. Schlapper Sch*tspende. Nichts geändert in deinem Leben. Ah, komm, riesige Paare und uns, warte. Und ist geil? Oh yeah! Hier, warte, ich hab mein Horn. Diese Beine von Easy einfach, wie real es aussieht. Der war im Haters, bis später. Was geht ab, Freunde? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Wir haben nun einen Tag später und ich bin gestern nicht zum Vloggen gekommen. Ich habe auch gestern tatsächlich außer einer Menge Videos vorproduziert, nicht allzu viel gemacht und dementsprechend war das nicht so unterhaltsam. Aber Leute. Wir werden jetzt erstmal gemeinsam wieder zum Sport gehen. Ihr kennt das, die Gains, die kommen nicht von ungefähr. Sie kommen bei mir überhaupt nicht, aber ich mache trotzdem gern Sport. Dann werde ich später 1000 Autogrammkarten unterschreiben werde ich die auch. Boah, bekomme ich eine? Das wollte ich einfach nur gesagt haben. Wir warten jetzt einfach mal, was gleich noch passiert. Ich werde noch ein Video mit Propa aufnehmen. Dann kommt der liebe Concraft heute noch vorbei. Und dann müssen wir uns vielleicht mal Gedanken machen, wie wir mit Donny vorangehen. Denn vielleicht ist es wirklich eine Zeit, Donny zu beerdigen heute. Vielleicht ist es soweit, Leute. Wir werden sehen. Bis gleich. Tschüss. Kommt noch eine, komm. Fuck, schnell. Ja, mein Freund, was geht? Guten Tag. Ich bin gerade dabei, die ganzen Autogrammstärken für meinen wunderschönen Merch am zweiten Zug zu unterschreiben. Ich hab's noch gar nicht gesagt, Leute. Es gibt jedes Mal, wenn ihr nämlich ein Merchandise-Teil bei mir bestellt, Leute, gibt's diese wunderbare Autogrammkarte handsigniert dazu. Das heißt, wenn ihr jetzt quasi einen Socken bestellt und dann nochmal ein T-Shirt, gibt's quasi zwei Karten für euch. Super geil. Wir haben gerade noch bewussten Besuch bekommen hier von jemandem, Digga. Kollege, der Boss ist am Start. Was geht? Nicht viel, Bruder. Nicht viel. Heftig. Ich bin zwecks Revis morgen. Nee, am Samstag hast du Geburtstag. Digga, natürlich, Alter. Ja, extra wegen Revi nach Köln gekommen. Chilliger Typ, wie lange bist du gefahren? 3 Stunden, aber ich freue mich wieder hier zu sein. Ich war 2 Monate nicht da. Gehen wir morgen noch ein bisschen shoppen, habe ich gehört. Ja. Also er gibt sich halt gerne als Fashion Lord, Leute. Ich weiß halt nicht, was du sagen kann. Er denkt halt, ne? Ja, jeder weiß, dass ich den kranken Style habe auf YouTube. Ja, und wir gehen morgen wahrscheinlich noch ein bisschen shoppen. Gleich kommt Luca vorbei in der Stunde, Leute. Und dann werden wir unser wunderschönes Format Fake News aufdrehen. Bin gespannt. Und jetzt, Thomas, verpiss dich. Tschüss. So, Leute. Ich habe jetzt zuerst überlegt, heute Donny zu beerdigen. Stattdessen werden wir heute gemeinsam hingehen in dieses wunderbare Gewächshaus. Gewächshaus einfach mal. Alzheimer, die ersten Züge. Lass mal noch nebenan gehen. Komm mal, Mädchen, komm. Da wir immer noch hier vom Trend-Content pur reden und ich mich immer noch am Trend-Content-Mann Nummer 1 am Paluten orientieren kann, hatte ich mir überlegt, Leute, dass wir quasi einfach mal hingehen und auch ein fortlaufendes Projekt mit einbauen. Und da dachte ich mir einfach, dass ein Gewächshaus eigentlich ganz nice wäre, weil Pflanzen sind cool, wenn wir hier fressen. Presstorf, ja, wenn du willst, gönn dir Presstorf. Basilikum haben wir, das war's. Hey, da ist nur Basilikum drin, mehr haben die da nicht reingepackt. Ja, aber wir haben kein Basilikum, ich muss mal positiv denken. Ist ja mal richtig räudig. Die Ex-Säulen kommen jetzt hier natürlich in die Ecke, ganz klar. Ach, als ob du das direkt peilst. Setz mal rein hier, die Geilen. Ja, genau. Und dann die langen müssen an die Seite jetzt hier. Und die muss man irgendwie da so reinschieben. Fangen wir mit den kürzesten an und hören mit den längsten auf. Ja. Gut, da muss man jetzt auch mal sagen. Sachen sind passiert, muss man fairerweise auch mal dazu sagen. Ist jetzt auch egal. Warte mal, hier ist das geile Loch, da muss man schnell rein. Nice. Sind wir schon reingekommen ins geile Loch? So. Ja, und normalerweise soll man das so hoch und runter machen können mit irgendwelchen Sachen. Da sollten hier und auch irgendwelche Schienen reinkommen, aber das check ich jetzt nicht. Das sind wahrscheinlich die Teile hier, wa? Entweder das oder so. Achso, dass man das hier so dran macht. Es geht aber nicht da rein, ne? Ja, ich habe Angst, dass es kaputt geht, Mann. Hast du es drin? Nee. Ja, steck ihn doch jetzt mal rein. Ich weiß nicht, wie man das geil reinsteckt, Alter. Es steckt nicht. Ja, ich steck auch nicht. Na komm, dann lassen wir das einfach drauf. Help. Na, passt schon. Okay, passt, gut, genau. Jetzt. Jetzt steht da der Samen. Keimen der Samen in Watte, so. Haben wir Watte? Nee. Ging ja dann auch eigentlich Küchenrolle, oder? Ist ja saugfähig. Und das kommt dann in einen durchsichtigen Becher. Also nicht in den, sondern in einen anderen. Nee, also in den. In den. Ja, genau.
Das dauert aber eine Weile, ne? Bis der Samen keimt. Ja. Das ist mir bewusst. Ist ja auch ein Langzeitprojekt. Mit Leuten, wir sehen uns in 3 Tagen wieder. Wir Watchtime. Das Video geht 3 Tage lang. Ja, ja, klar, natürlich. Zeitraffer jetzt. Gut, es wäre natürlich wichtig, wenn ich es vorher erstmal feucht mache. Spuck. Mach's mit Cola. Soll ich Piss? Mach's mit Cola. Dann ist eine Power-Basilikum-Pflanze. Ja, ja. Cola und Mentos, Alter. Weil eigentlich müssen wir Isi fragen, ob wir nicht was von seinem Osmosewasser haben können. Ja, das ist ja nur Wasser. Ja. Wir wollen ja keine Nährstoffe drin, oder? Nee, wofür? Das sind Embryos. Wir wollen keine Nährstoffe. Die wachsen. Hi, Kamera. Hallo, Thomas, kannst du. Also ja. Ungefähr so. Ja, genau, leicht so. Hast du darauf uriniert jetzt? Das ist ein leicht Gelb-Touch. Ich sag mal so, also... Ja, das hat nicht lange gedauert, auf jeden Fall. Okay. Großer Respekt, wenn du einfach mal so kurz einen Schnellschuss gemacht hast. Ein Mittelstrahl ist immer da, du weißt. So, Jungs, machen wir das. Immer Mittelstrahl gesaved. Soll ich beides nicht? Ich leg einfach mal beides. Leg einfach beides rein. Ja, einfach mal gönnen. Ja, auf jeden Fall. Funktioniert exakt so. Mhm. Also hier liegen die so ziemlich in der Mitte. Wir gehen mal davon aus, dass nicht alles keimen wird, also lege ich mal ein bisschen mehr rein. Einfach. Richtig, das ist genauso. Stelle ihn an einen warmen Ort und bald wirst du eine Überraschung erleben. Schon nach einigen Tagen kannst du keimen. Kommt mal mit. Pflanzen das Fenster. Ich stelle es jetzt mal hier hin, aber hier ist kein warmer Ort, ne? Da, wo die Leuchte ist vielleicht ein bisschen. Ja. Ist auch viel schöner als Isis asiatisches. Das Licht nochmal. Ja, Licht würde ich vielleicht 50-50, weil sonst stirbt es. Das wäre natürlich doof. Von Isi, das stirbt? Ja, ja. Ja, das ist doch eh schon tot. Aber was lebt denn daran? Was ja nicht gemacht. Das ist Bio. Ich habe einmal daraus getrunken, also hab gekotzt. Das stimmt. Du hast auf jeden Fall. Das ist ein Jungbrunnen, da kannst du was trinken und kotzen. Ist doch geil, Alter. Okay, Leute, spannendes Segment auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, ob das hier funktioniert, Mann. Ich hätte echt Bock, hier eigene Sachen anzubauen, Freddy. Ich stell dir vor, irgendwann kommt da Tomaten, Marihuana, sämtliche Drogen, Alter. Das ist ja eine kleine Drogenfarm hier, oder? Bisschen Kresse. Ja, ich bin auf jeden Fall Kresse-Gang. Gleich kommt Luca noch vorbei. Ich denke mal, dass wir den auf jeden Fall auch schon wieder. Kuzemba! Und das war jetzt das Video, oder was? Richtig. So Leute, schau mal, wenn ich hier hab, den lieben Luca. Investigativ-Journalismus. Investiert jetzt in Journalismus, Leute. Wir werden jetzt gleich ein Format drehen, was sich, geil, Alter, was sich auf jeden Fall mit kritischen Themen auf YouTube auseinandersetzt. Denn wir beide, wir haben die Schnauze voll, oder? Es reicht uns. Ich hab komplett die Schnauze voll. Es reicht komplett. Es sind Dinge, Leute. Hier, geh einfach draußen weiter vloggen. Tschüss. Geht ab, Leute, was geht? Schon der nächste Tag. Always grinding, always working, you know what I'm saying. Ich habe die komplette Nacht Autogramme geschrieben, Leute. Ich habe natürlich nicht geschlafen, ihr kennt das. Ich meine, die ganzen Autogramme müssen ja für euch unterschrieben werden. Ich möchte hier nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass, wenn ihr dieses Video seht, Leute, der neue Merch-Job quasi gerade online ist. Merch ist da, Leute. Also ich würde auf jeden Fall sagen, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Es sind echt limitierte Sachen dabei, die ziemlich nice aussehen, meiner Meinung nach. Designtechnisch haben wir uns da wirklich ein wenig übertroffen, im Gegensatz zum letzten Mal, meine Freunde. Wie gesagt, revizor.de auschecken, was geht. Und falls gleich gemeinsam mit Mokuba Mary, also mit Mary von Dead Elden, gemeinsam ein paar Sachen einkaufen für meinen Geburtstag, der morgen stattfindet. Und dann heute Abend, Leute, kommt endlich das, worauf ihr alle wartet im Titel. Und zwar die geisteskranke Hüpfburg, Leute. Ich habe meine Hüpfburg gekauft, bestellt, whatever. Und die werden wir heute Abend aufbauen. Ich freue mich wie ein kleines Kind seit 6 Tagen auf diese Hüpfburg. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich einfach wieder. Dieser Vlog ist ultra unstrukturiert und geht jetzt schon über mehrere Tage. Aber das ist ganz nice, weil ihr quasi so ungefähr einen Einblick dazu bekommt, was ich eigentlich so mache. Wobei ich den Großteil meines Lebens eigentlich mal wieder nicht gefilmt habe. Zum Beispiel war ich eben beim Friseur und ein paar Klamotten einkaufen und so weiter und so fort. Leute, wir sehen uns gleich wieder. Kuss aufs Auge. Leute, was geht ab? Ich bin jetzt hier in der Location angekommen. Ich habe natürlich meine Kamera und meinen Thomas zu Hause vergessen. Mein Handy reicht ja eigentlich aus. Wir werden jetzt gleich hier mal die Hüpfburg abholen. Gleich kommt Mary noch, von uns der Rest von der Crew. Ihr seht, wir haben natürlich, abgesehen von dir, keine alkoholischen Getränke gekauft, denn Volkan, ich meine Petrit. Nochmal ganz kurz. Wieso haben wir keinen Alkohol gekauft? Weil wir zu jung sind. Und Alkohol ist? Haram. Haram. Alkohol ist Haram, Leute. Merkt euch das. Deshalb gibt es hier sowas nicht. Wir holen jetzt gleich die Hüpfburg ab und dann können wir diesen grausamen, planlosen Ekelblock endlich zu Ende bringen. Schaut mal, Leute, voll schön. Ich bin 25, ich habe ein goldenes Lametta. So dumm, der Hund, ey. So dumm. So dumm. Schaut mal, unsere Hüpfburg ist da und schaut mal, was da drauf ist. Da hat direkt der Hund hingepisst. Was ist denn mit ihm? Jomi, bist du dumm, Hund? Warum machst du das? Warum pisst du überall hin, ey? Du Pisser. Oh, Leute, guck mal, die hat eine Rutsche. Oh, ich freue mich so darauf. Geil. Was geht, Leute? Oh, shit. Oh, shit. Yes, baby. Mit Rutschband. We'll be right back.
hab's geschafft. Endlich kann ich meinen Kindergeburtstag so feiern, wie ich meinen Kindergeburtstag immer feiern wollte. Schaut euch dieses Prachtexemplar an, es passt ganz genau. Super, lit. Ich würde sagen, das war's von diesem wunderschönen Vlog. Wir sehen uns einfach am nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao, ciao. Und das war jetzt das Video, oder was? Richtig.